Hi. Chillt. Meine Frau war heute so kalt zu mir. Ich sehe sie. Ich kann sie gar zur Zeit gar nicht mehr wirklich sehen. Hä? Oder ich sehe sie zur Zeit gar nicht mehr wirklich. Hat sie irgendein Geheimnis von mir? Gestern bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und ich war total durstig. Ich habe mich nach einem Glas Wasser umgeschaut. Ich habe aus dem Fenster geguckt und habe ein paar Männer in Schwarz aus meinem Haus kommen sehen. Ich habe mich gewundert, was sie denn, oder ich habe mich gefragt, was sie denn in meinem Haus nach Mitternacht so machen. Ich kann nicht verstehen, Atkinson. Aber als ich meine Frau heute fragte, sagte sie mit einem kalten Unterton: "You're delirious, there was nobody at home." Das bildest du dir ein, da war überhaupt gar keiner zu Hause. Was ist der Grund für ihre Lügen? Ich bin mir sicher, dass ich gesehen habe, was ich gesehen habe. Oh Gott. Ist immer so kacke. Okay, ich lasse euch mal alleine. Bitte die Tür nicht zufallen. Super. Was haben wir hier? Capricorn. Capricorn, 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 Capri-Sonne-Korn. Dann speichere ich doch nochmal. Speichern kostet hier nichts. Deswegen was. Es ist aber. Das ist halt kein Safe Room. Bin ich die Einzige, die das doch sehr seltsam findet? Ah, und hier darf ich wieder was Schönes verbrennen. Geil, 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 geil. Ich liebe die Dinger. Ich will nie wieder was anderes haben hier. Was ist das? Die Tür geht da bestimmt auf. A mysterious key brauche ich dafür. Okay. Krank zu sein für eine lange Zeit hat meine Blutzirkulation gestoppt. Ich kann meine Beine nicht mehr fühlen. Und selbst die Bettdecke ist wirklich sehr kalt geworden. Aber mein Verstand funktioniert immer noch. Und ich bemerke, dass Tag für Tag Leute verschwinden. Ich muss wissen, was hier vor sich geht. Da ahnte er also schon was. Gut, das nächste Artefakt können wir also da verbrennen. Wir müssen einen Mysterious Key finden. Werde es mal nicht nochmal speichern. Ja, lass mich zuerst gucken. Ey, das ist schon wieder so viel Neues hier. Wieder mal. Ja, kann ja nichts Schlimmes sein hier, hör mal. Oh Gott. Crow Eye. Okay. Crow meine ich. Das ist ja schön. Tja, dann freue ich mich ja schon mal wieder hier durchzugehen. Okay. Dieser Lichteinfall da vorne, der macht mich auch wahnsinnig. Oh, Entschuldigung. Weißt du, was das jetzt ist? Das ist Speicherzeit wieder. Da kam ich her. Cool. Hallo? Ah. Da bin ich. Ich gehe speichern. Ich gehe speichern. Wir können danach immer noch gucken, aber jetzt gehe ich erst mal speichern. Okay.
Ich muss noch ein Crow-Eye finden, ein Mysterious Key, ein Virtue-Key, ein Sagittarius-Key, eine Crowbar, ein Key für den Schrank und noch fünf Artefakte. Wir haben zwei Artefakte gefunden. Zeigt ihr mir das auch irgendwo an? Ja, okay, Wasburn. Music Box und Grim. Boah, Alter, wie krass lang geht das Spiel denn? Das ist so heftig einfach. So heftig. Ich dachte wirklich, das ist wieder so ein, ja, 6-Stunden-Ding oder so. 6 Stunden-Ding hört sich auch. Also 6 Stunden ist für mich so die Standard-Indie-Horror-Game-Zeit. Und das ist sogar schon viel. Tatsächlich. Okay. Hier kannst du was verbrennen. Und hier kommst du wieder zurück in die Haupthalle. So, zweimal habe ich Leo Key. Es gibt aber noch mehr, ne? Das sind doch nicht die einzigen. Das habe ich schon aufgemacht. Ich überlege gerade, wo könnte jetzt noch so ein Leo Key sein? Was, Gemini? Gehen wir mal hier hin. Gefällt mir schon besser. Der fühlt sich irgendwie sicherer an. Kartenzeit, Entschuldigung. Was habe ich denn jetzt alles gemacht? Ah, okay. Also unten können wir halt noch hin, aber hier oben? Ne, warte mal, warte mal. Ne, da war ich ja gerade. Also okay, unten, das haben wir jetzt alles gesehen. Da haben wir noch, haben wir irgendwo eigentlich Safe Rooms eingezeichnet? Ich bin verwirrt. Also hier ist unten. Das ist gerade war ja unten. Das war nicht oben. Und hier. Oh mein Gott, ey. Hier. Ach, okay. Also hier oben auf der zweiten Etage ist auch ein Leo-Raum, der sogar wieder ein ganzes Areal öffnet. Oh Gott, wie komme ich da hin? Ach du Scheiße. Okay, dafür brauche ich mal ganz kurz die Map. Habe Weltreise. Okay, ich gehe geradeaus und dann ganz lange erstmal rechts, bis ich vor der Wand stehe. Uppla. Da vorne ist schon die Wand. So, dann so. So, und dann durch diese Tür. Dann. Okay. Achtung. Karte weg. Und los geht's. Ich muss das einfach machen zur Orientierung. Ich drehe sonst hier durch. Sonst sind wir morgen früh noch nicht fertig. Okay, wir sind morgen früh wirklich noch nicht fertig. Aber, verstehst du? Okay. Das sieht aus, als wäre es ihr Zimmer gewesen. Mann! Okay, die Dinge entwickeln sich wirklich sehr gruselig heutzutage. Ich mache mir manchmal selber Vorwürfe oder ich gebe mir manchmal selber die Schuld. Ich denke immer, dass Leute anfangen, das Haus zu verlassen, weil ich doch die ganze Zeit immer zu viel verlange oder sowas irgendwie. Ich habe meine Medizin diesen Morgen von einer neuen Krankenschwester bekommen. Nichts Neues. Das Gleiche, was mir letzte Woche auch schon passiert ist. Ich frage mich immer wieder, ob ich für meine Frau eine Last geworden bin. Atkinson. Hallo? Bitte geh nicht auf. Scheiße. Die Schlüssel hier gefunden habe.
Was? Hey, was war das? Mein Schminktisch. Es ist so ruhig hier. Warum flüstere ich überhaupt? Guckt noch jemand zu? Wenn ja, kannst du dich mal eben kurz hier neben mich porten? Wäre echt super. Nee, warte mal, das wäre echt gruselig. Mach es bitte nicht. Ich weiß, du hast die Power, aber bitte mach es nicht. Ich will wirklich nicht hier drin sein. Ich will wirklich nicht hier drin sein. Oh mein Gott, ist die Puppe da hässlich. Aber jetzt bin ich neugierig. Warum das Kind? Was hat das Kind mit der ganzen... Die hatten also ein Kind. Eine kleine. Die hatten... GJ. Okay, die hatten ein Kind. Ich kann hier gerade nichts machen. Okay. Ich komme später nochmal wieder. Oh, cool, ich darf raus. Oh, danke schön. Ich dachte, jetzt fährt die Tür zu. Okay, alles klar. Alles klar. Oh nein. Scheiße. Okay, hör zu. Hör zu. Ich will speichern. Ah. Hallo. Hallo. Okay, ich hätte mir einen cooleren Weg aussuchen können, aber lass mich erstmal hier ein bisschen saven. Dann fühle ich mich auch besser. Kannst du mal bitte... Nein, kannst du nicht. Okay, alles klar. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Scheiße. War ich hier schon drin? Ach so, das war das. Okay. Boah, jetzt bin ich aber sehr bräsig, ey. Ich bin richtig bräsig. Krass. Krasse Sache. Ja, ja, ja. Heute habe ich ein bisschen aufgenommen. Oh, nur ein bisschen. Okay. Also. Schlafzimmer. Da, wo offensichtlich gerade irgendwas passiert ist. Schlafzimmer und Kinderzimmer. Wir haben beide Räume. Oh mein Gott, unter die Lupe! Bester Ort, um sich vor der zu verstecken. Oh mein Gott, was ist das denn?
Okay, okay. Okay, das war jetzt ganz nice. Das war jetzt ganz nice, okay. Bitte geh auf. Okay. Ach, nee. Okay, gut, warte. Das war im ersten Stock in der Bibliothek. Boah, ich komme gar nicht mehr drauf. Okay, das. Ja, okay. Ja. Und speichern. Und Olle. Oh Gott. Und Kinder. Natürlich! Ich hasse euch! Irgendwie ist das sogar tatsächlich ein bisschen süß. Taps, taps, taps! Okay, Fräulein, ich gehe mal kurz hier rein. Ich hab dich doch gesehen, Mann! Okay, ich will schon, wollte schon mal ein bisschen, wie die Tötungsanimation aussieht. Nein, okay, ich muss hier, Gänsehaut. Okay. Aber schön, dass ihn das, also ihn tat es ja offensichtlich nicht weh, was die im Bein von ihm gemacht hat. Was wolltest du, was ich mache? Ich will mich verarschen. Was will das kleine Mädchen von mir? Wie komme ich da am besten raus? An sich kann man vielleicht mit ihr spielen, aber fand die ja nicht so gut. Ist die Atkinson Mansion haunted? Oh, pff, weißt du, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Boah, ich muss gleich gucken, wie lange ich heute aufnehme insgesamt. Meine ganzen Unterbrechungen.
Falsch. Da. Was kommt noch alles, ey? Was kommt noch alles, Leute? Der hätte ich eigentlich wieder rückwärts weggehen sollen, aber ich war doch gerade erst da, du blöde Kuh. Mann, warum kommst du denn immer? Lass mich doch einfach mal hier frei erkunden. Das kleine Baby dann auch noch hier irgendwann hier rumläuft, so taps, 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 dann fange ich an zu heulen. Ha, hab ich mir doch gedacht. Vielleicht geht die ja weg, wenn ich das hier mache. Also sie spawnt. Die spawnt schon immer gleich tatsächlich. Das hat mir jetzt sehr gefallen. Komm, du kleine Maus! Achso, ich muss erst das hier machen, damit es so los ist. Okay. Da muss ich ja vielleicht hinterherlaufen? Kann das sein, ne? Muss sie irgendwo hinlocken, weil sie ist ja an sich jetzt nicht so schnell. Bisschen verwirrt noch. Ich könnte Talisman, aber nee. Ah, jetzt hat sie mich doch. Scheiße. Ne, alles super. Oh Mann, ey. Was soll ich denn bei der machen?